Ja, guten Tag, mein Name ist Markus Wölfling, ich bin der Hospitality Manager auf Schloss Frankenberg. Ich bin für den operativen Ablauf hier im Haus verantwortlich. Und Schloss Frankenberg hat eine sehr bewegte Geschichte. Das erste Mal wurde es urkundlich erwähnt, 1255, gebaut von den Burggrafen von Nürnberg, ist Burg Vorderfrankenberg geschichtlich sehr bewegt gewesen. Es gab hier im Laufe der Geschichte sehr viele Besitzer und hier sind wir hier in der Hauptkernburg und diese beiden Räumlichkeiten werden wir zukünftig nutzen für Hochzeiten und Veranstaltungen. Wir können hier ca. 130 Gäste platzieren. Auf Wunsch können wir das auch erweitern. Wenn man hier nach rechts außen blickt, dann würde man den Südwall sehen. Heute ja, etwas regnerisch, aber hier kann man abends bei untergehender Sonne wunderschöne Empfänge und Anlässe stattfinden lassen. Ja, hier befinden wir uns im Turmzimmer von unserem Gourmet-Restaurant Le Frankenberg. Hier servieren wir Donnerstag, Freitag, Samstag ab abends. Samstagmittags haben wir auch einen Gourmet-Lunch, bieten wir ein 8-Gänge-Menü an. Das Gourmet-Lunch hat 5 Gänge und hier kocht Herr Steffen Sabo, ehemals Bayerns jüngster Sternekoch in fränkischer Küche. Ja, Schloss Frankenberg verfügt über ein eigenes Brautzimmer für die vielen Hochzeiten, die bei uns zukünftig stattfinden werden. Hier hat die Braut am Tag der Hochzeit ja, ihren eigenen Bereich. Hier kann sie sich nochmal zurückziehen. Rechts haben wir den Bereich, wo man sich umziehen kann. Und hier links haben wir ja, eine kleine Besonderheit mit einer Geheimtür. Geht es hier quasi in dem Bereich, wo die Braut sich schminken kann am Tag der Hochzeit. Und dieses Zimmer war das ehemalige Arbeitszimmer von dem Ludwig von Hutten. Das alte Ritteradelsgeschlecht aus Nürnberg hat ja die Burg im 16. Jahrhundert erworben. Und ja, er war ja sehr gelehrt, ist viel gereist. Und hier hat er quasi seine Zeit auch zum Teil verbracht, als er auf Burg Frankenberg übernachtet hat. Ja, wir sind hier in der Bibliothek von Schloss Frankenberg. Das ist eine Räumlichkeit, die man nutzen kann, vielleicht nach dem Frühstück zu verweilen, die Zeitung zu lesen oder abends, wenn man sich noch ein bisschen zurückziehen möchte. Die Besonderheit hier ist, dass es auch eine Außenstelle des Trauamtes ist von Uffenheim. Und hier können bis zu 30 Gäste ja, Platz nehmen und dann kann man hier eine standesamtliche Trauung vornehmen. Die Besonderheit hier auch ist, dass man quasi rechts und links befinden sich zwei Suiten von Schloss Frankenberg und über die Bücherregale kann man das quasi zugänglich machen und dann könnte man diesen Raum auch als Verbindungsraum nehmen und hätte ein schönes großes Wohnzimmer, wenn man das möchte. Hier sind wir in der Vinothek von Schloss Frankenberg. Hier finden Weinverkostungen statt, die wir regelmäßig anbieten für bis zu 25 Gäste. Macht unser Herr Kellermeister und Betriebsleiter vom Weingut, Herr Zeppel, macht hier die Weinverkostung. Und der Raum ist auch dafür da, dass nach den Hochzeiten hier gefeiert werden kann. Hier gibt es alles von der Disco-Kugel bis zum DJ-Pult. Und hier ist eine eigene Bar und ja, die dicken Wände erlauben es, dass man hier auch sehr, sehr gut feiern kann. Und theoretisch gesehen gibt es auch keine Sperrstunde bei uns. Also man kann auch so lange feiern, wie man möchte.